Fotzibärchens und ach ja, Ping erstmal. Ne? Heute habe ich hier den Stargast Michael Göhre und wir hören Hallihallo. Und wir hören natürlich eine neue Platte an. Machen erstmal Ping, weil die lieben Soll ich die Jungs schon mal zeigen, oder? Ja, hause mal einfach rein. Wir hören uns heute an. Hexebrand. Wie heißt die Platte denn? Günther. Sie hat sich mir nicht vorgestellt. Ich glaube, das steht auf der Seite drauf. Spiritual Descending. Spiritual Descending von Hexebrand hören wir unter. Und die lieben Jungs haben mir ein Bier hier mitgeschickt. Was ist das denn hier? Edelbitter. Elegant hopfiges. Ja. Okay. Und natürlich haben wir hier auch unsere... Also wenn das jetzt nicht elegant hopft, dann bin ich aber auch echt enttäuscht. Ja, dann wollen wir doch mal schauen hier, was die Jungs so drauf haben hier, ne? So. Na? Ja, seht, wie es sich neigt. Rombenförmig. Ich weiß, dass es sich auf jeden Fall gleich schon mal dem Ende zuneigt, weil wir es trinken werden. Ja, auf jeden Fall. So, Metaebenen und so. Schnüblüblüblüb. Weg. Ich kann schon mal sagen, dass mir das Artwork sehr gut gefällt. Ja. Es ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen schräg. Also schräg jetzt nicht im Sinne von geneigt, sondern es hat seinen eigenen Stil, der mich so ein bisschen an sehr aufgeräumte Comics erinnert. Das hört sich jetzt total komisch an. Aber was sind denn aufgeräumte Comics? Es gibt so eine gewisse Art von Comics, auch so zum Beispiel so die Sandman-Sachen von Neil Gaiman und so weiter, okay. Die in diesem Stil gezeichnet sind. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Man sieht ein Haus, ich würde mal sagen, im Sumpf. Deswegen erwarte ich irgendwas so Richtung New Orleans. Also Doom... Right. Also eigentlich sollte man dann eher so mit räudigem Whisky anstoßen, aber wir probieren jetzt mal das Bier. Versuchen wir das Bier, genau. Skål. Oh, ist ja bitter. Ja, aber ist ja auch edelbitter, ne? Ach, bitter schon auch, ja. Nicht so bitter wie mein Leben. Ich stelle mal wieder ab hier. So. Und ja, dann durchaus lecker. Also du legst schon mal auf, ich kann ja noch mal ein bisschen hier zum Bier referieren. Ja, wir machen nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir legen mal die Platte auf hier. Was haben wir denn hier? Ach genau, und die Farbe ist ja auch immer wichtig für den einen oder anderen. Schwarz. Schwarz wie die Nacht. Und, schweres Vinyl. Und ich finde auch das Design da an der Stelle auch wieder sehr schön, weil es sehr klassisch ist. Vor allen Dingen auf der nicht-grafischen Seite. Weil es aussieht wie eine alte Grammophonplatte. Ach ja, stimmt, ja. Ja, wie so eine alte Schellackplatte. Da haben sich Leute Gedanken gemacht. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Finde ich schon mal gut. Als Vinyl-Fan, der du bist. Ja, absolut. Ich aber nicht. Ich bin ja ein CD-Hörer. Schande über mich. Schande. Was sagst du zu dieser Hülle? Ich finde das großartig. Das hat so was. Ist diese antimagnetisch, oder? Das ist so. Ja, das sind die antistatischen Hüllen. Die mag ich sehr gerne. Ne? Da also, kannst du die Platte nämlich so rausziehen, ohne vorher reinzupusten. Hier wurde sich Gedanken gemacht. Ist das von einer Plattenfirma oder ist das selbstverlegt? Das ist eine gute Frage. Das sieht nach selbstverlegt aus, weil kein Label. Wie viel ist hier ein Label drauf? Das heißt, die Band. Hat da vielleicht schon was in die Hand genommen einfach. Muss nicht sein, ist auch egal. Wir legen das jetzt mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Möchtest du einzählen? 3, 4, Bier. Oh, wieder nicht. Es hat nichts mit dem Gaumenlister zu tun. Nee. Es ist einfach die Einlaufrille. Oh. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet erstmal. Ja. Ich dachte, das wäre Doomiger. Ich habe alles Mögliche erwartet. Um nochmal darauf zurückzukommen, also ne, so sumpfig hinten ist noch so eine Hexe zu sehen. Ich hatte jetzt Atmosphärisches erwartet oder. Black. Das ist moderner Scheiß. Ich dachte, es wäre Doomiger. So Acid Witch oder Acid Bath mäßig. Ich hab alles erwartet, aber jetzt nicht so. Nee, irgendwie nicht. Das klingt aber geil trotzdem. Dann machen wir ein bisschen lauter. Ja. Jetzt kommt Iron Maiden rein. Ja.
Vorher dachte ich so, jemand dreht sich das Käppi um und blöd das Publikum an. Jetzt. Nee, jetzt haben wir so ein 70er, 80er Vibe. Progressiv. Ja, ja. Ja, geil. Immer noch den erstmal. Und Bands, wo ich Luftschlagzeug spielen möchte, sind immer gut. Auch diese Double Vocals, sehr gut. Der eine fängt an, der andere endet mit einem etwas tieferen. Das müssen wir mal ausfinden. Wir können ja hier noch eruieren. Da ist, glaube ich, noch so ein Beileger bei. Ja. Ah, hier, auch schön. Oh, sehr, sehr schön. Schön so und so. Also, ganz ehrlich, als Comic-Fan bin ich schon mal sehr begeistert vom Outfit. Das Artwork, ne? Das ist cool. Aber die scheinen zu dritt zu sein. Ja. Okay, vielleicht scheinen sich zwei von denen die Vocals. Die sehen ja so ein bisschen Emo-mäßig aus irgendwie. So, ja. Tokotronic of Death. Aber das könnte auch ein Lied sein dafür, dass es momentan eine neue Generation von Leuten gibt. Was ich sehr begrüßen würde, die ja, einerseits modern agieren, andererseits aber auch wissen, woher die ganzen Roots kommen. Ja, es sind tatsächlich zwei Sänger. Julius, Gitarre, Vocals, Mario, Bass, Vocals. Das wäre zum Beispiel jetzt beim ersten Mal tatsächlich nicht direkt auf. Und der Marco spielt nur Schlagzeug. Armer Marco. Ja. Aber geil. Aber er macht das gut. Ich finde das gut. Weißt du, wo die herkommen? Irgendwo Osten war das doch, ne? Ja, hier, das Bier ist aus dem Osten. Ich meine, die kommen irgendwo... Schlag mich bitte jetzt nicht, falls ich mich vertan habe. Aber die Jungs haben mich halt angeschrieben und haben gesagt... Also das Bier kommt aus Görlitz. Ja. Falls ihr aus Görlitz kommt, yeah, ich bin bald mal wieder da, hoffentlich. Ja, ich bin sehr gerne in Görlitz. Die Jungs haben mich halt angeschrieben und so, ja, wir können uns vorstellen, dass du sehr viel zu tun hast und mit Reviews und so weiter beschäftigt bist, aber wäre es vielleicht möglich, eine Rezension zu machen? Und das finde ich dann schon immer geil, wenn Leute nicht so dieses haben, so, hier mach Review, sondern nett anfragen. So, und die waren aber sehr ganz nett. Ehrlich, das ist also aber super geil. Schön, wie sich das gerade aufbaut. Ja, so. Ja. Ich sehe schon das Publikum, wie es... Also jetzt muss aber auch gleich was kommen. Ja, da wird ja welcher Sänger so wie es... Also wenn es jetzt in so ein reingeht, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Nein, ganz klein bisschen. Jetzt kommt der Climax muss jetzt kommen. Der muss jetzt kommen. Das dauert ein bisschen zu lange, aber egal. Gleich kommt der... Ja, gleich kommt der Climax. Kommt jetzt. Die foltern einen so ein bisschen. Ja, die foltern einen. Das aber, ist aber, gut, dieser, aber gut, aber gut. Zögern den Orgasmus raus. Ja, oh, machen das Sie schön, gut, schön, Sie schön, gut. Schön, schön. Geil. Ja, aber was ist das jetzt? Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, so diese Hardcore-Shout, dieses Groovige, ist fast zu einfach für das, was Sie können. Meinst du? Da könnte man... Also hätte jetzt mehr so die breite Wand irgendwie kommen müssen, also das Kino oder sowas. Oh, erster Song vorbei. Song vorbei. Wie hieß denn das? Aber sie kommen auf Punkt. Oh, es gibt einen Download-Code. Und den gibt es nur, wenn ihr dran bleibt. Bis zum Ende gucken. So, den legen wir mal hier schön an der Seite, ne? Wenn ihr lieb seid, und dann haltet ihr den bestimmt rein. Dann halte ich mal einen rein. Also ist es ganz komisch, in manchen Momenten wirken sie wie eine Hardcore-Band oder ja. Wirken sie wie Iron Maiden oder wie eine progressive, gute, also jetzt nicht böse gemeint, ich liebe Hardcore. Absolut. Wirklich wie so eine Raise Your Fist Band, Metal Band und so auf einem riesen Festival. Hm. Aber es ist ein sehr trockener Song. Alter, da muss man genau mal sagen. Sehr basisch. Rocken können.
hätte ich aber nicht gedacht. Also wenn ich pumpen würde, würde ich dazu gucken. Ohne Scheiß. Weil wenn ich das Cover sehe, Hexebrand, ne? Und der Name auch einfach. Ich hätte gedacht, das wäre so Doom, Sludge, irgendwas. Aber das ist in your fucking face geil gemacht. Auch hier mit diesem Einleger, hier mit den Songs drauf. 9 Songs hat die Platte übrigens. Boah, ich hab schon wieder Probleme. Wo wurde das denn aufgenommen? Wir machen auch Geräusche. Hier steht recorded at Thunder. Recorded at Goliath Studio Görlitz. Ja, Görlitz, ja. Dann trinken wir gerade Görlitzer Bier. Goliath Bier. Was übrigens kaum jemand über Görlitz weiß, ist, dass eine der meistgefilmten Städte in Deutschland momentan ist, weil es einfach so knuffig aussieht, dass da ständig irgendwelche Hollywood-Produktionen sind. Ach, ernsthaft? Das ist total strange. Die Stadt ist voll mit Filmteams. In fast jedem Film, der momentan irgendwie über Deutschland gedreht wird, der irgendwie alt wirken soll oder was, Görlitz. Ach, über Görlitz. Aber es ist einfach auch eine wunderschöne Altstadt. Also die ist sehr hervorragend, Solidaritätszuschlag. Ich war noch nie in Görlitz. Wieder fertig gemacht worden. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und es ist halt sehr beeindruckend, um jetzt mal touristisch zu sprechen. Wenn man über die Brücke geht und weiß einfach so, ja, das ist eine Stadt, das war früher mal eine Stadt, die einfach durch den Fluss getrennt wurde. Und dann wurde sie halt sehr lange Zeit getrennt dadurch, dass da halt völlig verschiedene Systeme regiert haben. Und man durfte da nicht rüber. Und jetzt geht es einfach wieder. Aber ist das wirklich? Ist das Europa. Ist die Grenze da durchgelaufen? Das ist eine Stadt und zwischendrin ist halt der Fluss und da ging halt die Grenze durch. Ah. Und auch heute sieht man auch, es sind zwei Welten. Aber man kann einfach da lang gehen. Und das ist halt sehr schön. Aber das ist auch diesen Rock'n'Roll-Vibe, der da drin ist. Geil! Ich muss einfach sagen, das ist wirklich auf einem sehr guten Niveau, was aus der Songwriting angeht. Ja, ich habe ja heute wieder zwei Platten zur Auswahl gestellt, wie beim letzten Mal, als wir ein Interview gemacht haben. Welche Band war es denn? Blenden wir jetzt ein. Annexation. Ich kann mir keinen Namen merken. Ja, ich auch nicht. Aber das wusste ich halt, weil ich das mit dem gemacht habe. Ja, letztes Mal hatten wir Thrash, jetzt haben wir Rock'n'Roll, Hardcore. Das ist eine Wundertüte. Ja. Aber auch einfach sehr, sehr gut produziert. Also, Goliath Studios in Görlitz. Kann man mal hingehen. Sehr geilen Job gemacht. Weil das ist auch nicht einfach. Also wenn die auch tatsächlich nur zu dritt diesen Lärm machen. Was kein Lärm ist. Also ich finde schon sehr ausdifferenziert. Die Vocals erinnern mich hier an diesen, was ist das nochmal hier? 1000 Löwen unter Feinden oder wie heißt die Band nochmal? 1000 Löwen unter Feinden? Diese Jägermeister-Band, die ja, auf jeden Fall von Jägermeister so hart gesponsert wird. Die ist angepisst. Hast du so ein wie Karkas anfangen. Woran es mich erinnert? Stimmt, vom Grundsound erinnert es mich so ein bisschen an den Corrosion of Conformity. Ja. So sehr trocken. Ja. Und so dieser angezerrte Bass, das ist auch so ein bisschen so Grom und so. Also ich finde diese angepisst halt gut, weil die merkt man da in jeder Phase, ne, wenn man laufen macht. Aber trotzdem ist es halt sehr durchdachte Mucke. Ich hab auch meinen Kopf so ein bisschen lieb zu Headbang. Es ist eine super gute Mischung. Also du kannst den Moshpit einen auf die Fresse hauen. Ja. Aber du kannst dich auch einfach zu Hause hinsetzen und die Feinheiten raushören, weil da ist einiges. Oder du setzt dich ins Auto, trittst das Gaspedal durch und machst mal Lichthupe, geh mal weg von der linken Spur. Was man natürlich nicht macht. Doch. Vor allem hier auf dem Bürgersteig.
immer sehr ungewöhnlich. Aber ich weiß ja, wie ihr drauf... Worauf man in Essen scheißt. Aber ich weiß ja, wie ihr drauf seid. Ihr wollt wissen, wie die B-Seite klingt. Die wird wahrscheinlich ähnlich klingen, aber wir hören trotzdem nochmal rein. Bis gleich. So, schnell einzählen. Drei, vier, fünf, Bier. Ja, so halb, ne? Das wird entweder eines der schlimmsten Metal-Memes in Deutschland überhaupt, aber jetzt wird geballert. Ja, jetzt ist hier Rancor-Takt. Ich möchte nochmal das Cover empfehlen. Ja, ich find das Cover echt gelungen. Es zeigt alles, was da vorkommt, und es zeigt nichts, was da vorkommt. Das ist sehr, sehr ich krass. Dachte tatsächlich, da kommt jetzt so Doom-Slutsch-Zeug. Ja, vertan. Aber gut vertan, weil kann aber man sehr, sehr gut. Oh, die Kamera ist bald zu Ende. Deswegen. Resümee. Hexebrand. Nächste Platte einfach mal. Spiritual Descending. Genau. Auf jeden Fall reinhören. Auf jeden Fall, von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Es sieht so aus, als hätten sie keine Plattenfirma, weil nichts draufsteht. Also direkt die Band abchecken. Was sagst du? Daumen hoch? Auf jeden Fall Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch an Hexebrand. Geballer mit Niveau. Meine Damen und Herren, leider haben wir eine kleine Panne. What? Augen auf, liebe Leute. Augen auf, liebe Leute. Wir sind auch da. Wir sind auch da. Wir hatten gerade eine kleine Panne. Die Batterie war schon wieder alle, aber ich habe hier heute ein Gespräch mit dem Herrn Göre, der jetzt gerade hier die Residenz nachmacht. Ne, die Residenz mit dem Auge vorm Kopf. Auge. Hexebrand. Mit, Spiritual Descending. Ja, Spiritual Descending. Super Platte. Richtig, richtig gut. Wundervoll. Definitiv. Ich frag das gerne, wo ist denn jetzt mein Bier hin? War das so wieder hingehört? Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Der Akku hat halt gerade geschmissen. Ja. Kann man mitleben. Aber wenn ihr so auf so ein Doom, Sludge, Iron Maiden, Hardcore, Vibe steht. Und vor allem wirklich, also auch gutes Songwriting. Also ja. Da wirkt nichts dumm dran oder so. Also nee. Nicht dumm, sondern also nicht dumm. Dumm. Oh. Im Resümee kann man einfach sagen, dass es eine sehr, sehr coole Band ist, wo ich auch ehrlich gesagt vom Sound sage, hätte ich jetzt auf Deutschland nicht so erwartet. Großartig. Kann man das sich meine kaufen? Ich völlig als Kompliment oder so. Kann man sich kaufen. Definitiv. Der Hammer. Also weißt du irgendwie, ob es das noch in anderweitiger Form gibt? Für Leute wie mich, die nicht so leicht sind, ein Turntable zu haben. Das gibt es bestimmt auch auf CD. Oder als Download. Ah, Download. Naja, da müsst ihr noch dranbleiben. Ich sag auf jeden Fall, zu viel Internet ist ungesund, zu viel Hexebrand und abhängen mit dem Herrn Göre niemals. Und jetzt in diesem Sinne hier abschalten, ne? Abschalten. Abschalten, 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 abschalten. Na, ihr seid ja noch da! Füchse! Haha! Ihr wisst genau! Da war doch noch was! Da war doch noch was! Da war doch noch was! So, ich muss Augen auf! Augen auf! So, weil für den oder diejenige Erste, die das sieht, haben wir hier noch einen schönen Download-Code von Hexebrand. Ne? So, kann man das sehen hier? Ja, ne? Müsst ihr euch vielleicht Standbild machen? Ist ja auch scheißegal. Supportet die Band, kauft aber trotzdem das Vinyl, auch wenn ihr euch das runtergeladen habt. Scheißegal. Geil, geil, geil. Empfehlenswert. Und jetzt ist wirklich tschüss, ne? Ja, tschüss. Tschüss.